Astrid ist mit den Nerven am Ende. Die 28-jährige Hausfrau hat zwei kleine Kinder und muss sich außerdem noch um ihren dementen Schwiegervater und zwei Haushalte kümmern. Vor allem die fortschreitende Erkrankung des alten Hermann treibt sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Als die Situation für Astrid schier unerträglich wird, kommt es zur Katastrophe. Hermanns Haus geht nach einer Gasexplosion in Flammen auf. Wie durch ein Wunder ist der alte Mann gerade nicht zu Hause und entgeht dem Feuer. Doch als er sein brennendes Haus sieht, will er hineinlaufen und zieht sich schwere Verletzungen zu. Astrid ist wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass sie den Gasherd manipuliert hat, weil sie mit ihrem Schwiegervater völlig überfordert war und ihn nur noch loswerden wollte.